Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, Thüringen. Weiter geht's. Jetzt geht's echt zum Verkauf und den Rest für den Eigenerwerb. Mission ist so 98% fertig. Und wir müssen nur noch den Rest abliefern. Probier mit HDR, hat nicht funktioniert. Ist halt mal so. Da kamen mehrere Fehler auf Rufe, also lass es lieber. Muss da gut funktionieren. Fehler waren aber jetzt keine. Nee. Er rollt bergab, das ist ganz schön heftig hier, muss bremsen. Aber Schatten ist nicht mehr so extrem, ne? Ne, es geht besser, würde ich meinen. Ich muss noch mal zurück zum Feld, da ist noch mal ein Rest abzuholen. Und Drescher. Ach, juckt. Muss ich aufpassen. Prozent. So. Oder so eine Sprünge mit Prozente. 94 ist nicht viel. Jetzt haben wir fertig. Den Rest. Das ist unser. Mein. Zeug zum Feld fahren oder wir fahren mit Drescher her und machen das eher. Das können wir auch machen. Die Walz ist ja. Das soll ja noch Unkraut bekämpfen. Traktor steht bereit. Muss dann hochgefahren werden. Aber ich muss das mal sehen, dass wir unsere Gerätschaften hochbekommen. Vielleicht. Weil ich sehe so einen großen Gas nicht mehr. Nichts mehr. Können wir ausschalten. Den Schneidwerk müssen wir abnehmen. Das ist bei uns Quatsch. Ist ja abgeerntet, ne? Und macht es einfach besser als mit einem extra separaten Wagen. Ne? Ist ja mal so, ne? Der eine Job, die hat ja recht großen Schneidwerk gehabt. Aber mit zwei Drescher war echt nichts. Naja, es wäre zu viel geworden bei den kleinen Feldern, die wir haben. Aber für eine Mission war es ganz gut, mal zu testen. Wie gut der funktioniert, ne? Ich glaube, da kriegen wir nicht zugemacht vom Regen her. Da haben wir Glück gehabt, dass er da nicht gemeckert hat zum Fluss. Fertig war. Ja, ich wünsche schönen Sonntag, ne? Ist ja wieder soweit. Eine Woche Urlaub vorbei. Ja, ist ja halt mal so, ne? Wenn man es beginnen soll, ist gut. Wenn es nicht enden würde, ist halt auch blöd. Denn ohne Arbeit ist ja auch nichts, ne? Außer man ist Rentner, hat guten, man kriegt guten Rente ausgezahlt. Dann wäre das wurscht. So. 100%, da können wir noch kassieren. Und vor allem, wir können jetzt 5% bekommen beim Kauf, ne? Das ist gut. Wir holen mal das Geld rein, ne? Aber jeden Cent. Mal gucken, können wir gleich gucken, was noch irgendwie Aufgaben anstehen. Abschließen. Was wäre noch? Ernten wäre hier mit auch Minifeld. Und 47 wäre 147. Ich werde aber lieber die Nacht jetzt überspringen. Ob der Auftrag am Morgen noch da ist, das ist mal dahingestellt.
Das weiß ich nicht. Und ich werde eher Unkrautbekämpfung vornehmen. Die BGH muss noch versorgt werden, die Kühe müssen noch Silage bekommen. Also warte, das ist auch wichtig. BGH und Kühe sind bald wichtiger wegen der Emissionen, ne? Lohnaufträge kann man sagen. Das ist ja auch immer so. Ton läuft, alles da. Mal gucken, was wir reinbekommen. Irgendwie ist da. Steht der LKW ungünstig, ne? So was links. Müsste da trotzdem wie gehen, ne? War sehr eng. Wird da hinfahren. Gehört. Hey. Nicht nass werden, ne? Ja. Der hat keine Plane. In dem Fall ungünstig, ne? So, schnell einlagern, dass trocken bleibt. Mal sehen, was das Gras nächstes Mal soweit ist. Vielleicht können wir das zu Heu machen. Bis neu brauche ich ja noch, aber mal sehen. Ein Feld muss ich ja komplett manuell machen. Das andere Feld halt. Ja, können wir ja theoretisch. Oh. Läuft das? Läuft. Ja, es ist 18 Uhr, von daher gar kein Stress. Können wir doch trotzdem noch Unkrautbekämpfung vornehmen heute. Das ist ja so, ne? Und BGH haben die. Ist ja egal. Deswegen wird ja nachts geschlafen, ne? Leer. Stell ihn mal weg. Und draußen die Kinder. Dicke Scheinschweine. Aber das klingt so ähnlich. In Deutschland wollen wir wohnen. Ist ja manchmal so, wenn sie sich fast umbringen, ne? Oder ihren Willen nicht kriegen, das kommt ja auch vor. Den haben wir auch noch. Den müssen wir auch reparieren. Beziehungsweise dann durchführen.
mir zu Hause vor der Haustür mehr oder weniger. Kurz danach machen sie jetzt die Straße. Zum Glück habe ich Urlaub. Sonst gibt es da Verkehrsprobleme. Der Umweg, der nicht, die fahren müsste, gar nicht allzu lang. Aber es kann doch sein, dass genau an der Baustelle beginnen, wo ich mir im Prinzip nach Haus fahre, die Kreuzung, dass es da doch ein bisschen gerade nachher das sich stauen würde. Ich hätte dann Spätschicht gehabt, ne? Ungünstig. Aber ich habe Urlaub und daher alles gut. Ich finde es nur sehr interessant, dass sie jetzt die Straße machen wollen. Dass sie gerade vor kurzem die ganzen Markierungen neu gemacht haben. Also über Weg und Zebrastreifen und sowas, ne? Haben sie alles neu gemacht. Mittelspur und so. Das ist ja schon was. Ein Schildbürgerstreich. So, reparieren auf jeden Fall. Und Kraut. Was sagt die BGH? Mist haben wir drin, Gras und noch. Ja, das reicht noch eine Weile. Also für. Das reicht sogar eine ganze Weile noch. Oh, mein Schiebefahrzeug im Weg. Ich habe nur festgestellt, bei der Marsch, wenn es zugedeckt ist, dann ist er, glaubt er, ist fertig. Das ist schlecht. Für die Marsch. Vielleicht ist er bald. Aber es dauert ein bisschen. Hat er ja auch Grasilage gemacht. Und bin gerade bei Ganztagsilage. Da gibt es ja Rockenfelder, ne? Aber leider funktioniert das nicht so wie hier. Das ist da so nicht vorgesehen. Wahrscheinlich ist das nicht ready-mäßig, wenn man so schön sagt, ne? Ich werde mal gucken, ob ich das automatisch machen lassen kann. Dann kann ich mir die BGH kümmern. Das geht ganz gut zugleich. Bitte um die Tatsache, dass dann funktioniert nicht. Hier heißt ja Regel. Das will ich ja den will ich Geld geben, ne? So, Wachstum passiert. So, dann nachher noch mal später Stickstoff geben. Der macht jetzt eine Weile. Wie lange weiß ich jetzt auch nicht. Nö, abbrechen nicht. Wie lange brauchst du? 18 Minuten. Da steht Wasser. So. Gut, den fahren wir auch mal hin zur Wartung, ne? Misthaufen ist da. So, der Mist. Mist auf der Anhänger. Da werde ich gleich meinen ersten Anhänger reinigen, wegstellen. Da können wir einen Traktor nehmen, ne? Das muss ja auch gemacht werden. So. Lieber Teamwork nicht schlecht, ne? Aber man kann nicht alles haben. Das Problem ist ja beim Mehrspieler ist ja, dass man sich praktisch die, ja, die Zeit muss passen, ne? Wenn man Zeit hat. Da ich an Schicht arbeite, ist es immer sehr schwierig, das einzutakten. Jetzt für, ja, für den Urlaub praktisch vorausarbeiten wäre noch schwieriger. Zeitlich gesehen, ne? Aber das ist ja halt immer so.
Und dann muss man auch jemanden haben, der mitspielen möchte, ne? Und vor allem, der auch dann, naja, nicht nur eine Eintagsfliege hat, ne? Also mal Lust hat, dann mir nicht. Ist schwierig. Also einen Hut zu bringen. Obwohl ich die Thüringen eigentlich nicht dafür vorgesehen habe. Den Marsch dafür gedacht. Mal schauen. Mal schauen. Der eine ist gut. Ob ich da den dritten Kader, die beginnen würde. Nach dem Urlaub. Aber darauf habe ich einen starken Recht, ne? Das ist dann auch schon mal schwierig, ne? Aber ich muss mal schauen, wenn mal was ist. Ich werde da die Einstellung nehmen für den Server und dann kann man es immer noch machen mal zu, ne? Ist ja eh nur symbolisch. Was kein Schnee reinfällt, ne? Tomaten müsste hier muss ja noch eine Straße bauen, die ich gerade so. Jetzt haben wir den Misthaufen. Die Misthaufen nicht, aber die. Oh, das ist durch den Zaun durch. Den Anhänger mit Mist in die BGA kippen. Den machen wir jetzt voll. Ja, Gewitter habe ich auch gehabt um 2 Uhr. Hab ich gerade hingelegt gehabt, bisschen abgedüst, war richtig enge. Richtig eingepennt. Das war ja auch notwendig. Ich kenne mich ja am besten. Hätte ich jetzt Schwäche gezeigt. So geht das. Schwäche in dem Sinne, dass ich dann müde gewesen wäre, so wie der einen Folge am Donnerstag, wo ich dann auch die Sache nach der einen Folge beendet hatte. Die Frühschichten, das ist früher aufstehen, das ist hart. Um 3:30, wenn tagsüber so ein bisschen warm ist, ist ganz schön anstrengend. Ist ja halt mal so, ne? Das ist oft nach der Nachtschicht besser. Da hat man zumindest die Nachtschicht, Quatsch, nach der Spätschicht. Da macht man zumindest ausgeschlafen. Gülle alle. Das ist schön. Das sehe ich gerade. Weil Gülle ist eh so ein. Ist der hinten noch am Stall? Ich glaube schon. Ich will hier alle Tiere verkaufen, mehr oder weniger die jetzt als mit, also die jetzt neu kommen. Aber die müssen mal wachsen, nicht? Schlachthof bei der Marsch geht's nicht. Die männlichen Tiere, die Weibchen, Weiber gehen schon rein. Die Gülle holen. Ich habe ihn da noch nicht angeschrieben. Wenn er selber kein Interesse hat,
Wenn es zu viel Arbeit sein könnte, ich weiß ja nicht, ich kann es da nicht einschätzen. Jetzt im Camping kann ich raus damit. Dann kann es sein, dass er da keine Lust. Oder möchte ich einbauen. Ja, aber gut, das ist eine Karte, ne? Bei Terra Live soll es ja eigentlich auch andere Nutztiere geben. Aber die Frage ist ja nur, ob das ja verkaufen geht meistens schon, ne? Wenn du einkaufen kannst, kannst du auch verkaufen. Beim Tierhändler meine ich jetzt, ne? Bei der Produktion geht es dann nicht, da muss es eingetragen sein. Und da er regelmäßig Updates rausbringt und auch Produktion, ist das eher so, ja gut, könnte man nachschauen, ne? Keine Ahnung, ob man das Stück Schwein eintragen. Im Grunde ist das völlig egal, was ein Tier ist. Ne? Mal gucken, wie das bei Mais Plus heißt oder bei Tiermod ist es ja drin. Ja, und dann muss der Name auch beim Schlachtrupp auftauchen. Und dann auch. Ah, ist ja mal alles Englisch, da muss man lange suchen. Oder könnte man eigentlich den Mod separat aufmachen? Da muss halt irgendwo stehen. Das ist ja nur für meinen Projekt, also veröffentlichen würde ich das nicht. Das macht man nicht. Am liebsten wäre es aber, er hätte es gemacht. Also er würde es machen dann, ne? Ich meine, es ist ja schön, wenn du einen Stall hast, ne? Hast du halt Ferkel und dann hast du Eber und männliche Tiere, ne? Das ist halt so, ne? So ist der Lauf der Zeit. Mal gucken, ob es jetzt lohnt hinzufahren zur Gülle. Reproduktion 40%. Und das sind die Tiere, die ich mir verkaufen will. Also das ist jetzt 4 Monate. Also das sollte mindestens 18 stehen oder so, ne? So, und die, ja, das dauert noch ein bisschen, ne? Gülle, not Gülle, lohnt sich nicht. Ich kann ja hier stehen bleiben und wir können morgen früh das machen. Oder morgen zweiten Punkt, ne? Ist ja leicht, der andere stehen fertig, ne? Eigentlich. Muss den so hochheben, dass er noch was abholt vom Boden und dann noch was verlecken kannst, ne? Also ich weiß immer nicht, warum, wenn wir rausfahren, auf Vorwärts oder Rückwärts, egal, warum er dann immer noch was rausnimmt, ne? Also praktisch was fallen lässt, ne? Wie jetzt. Keine Ahnung. Müsste mal, habe ich ja nicht, müsste man schon mal, weil das wäre eine Option, ne? Die andere Karte ohne alles zu nehmen. Oliver ja auch nicht meist bloß geeignet, ne? Da geht es ja um Produktion, das ist ja nicht eher das umfangreiche Produktion und so. Aber mal schauen. Erstmal die ganzen Folgen für die Urlaub und dahinter was fertig machen. Dann kann ich ja mal sehen. Da geht es auch darum, dass ich im Prinzip ein bisschen Vorlauf schaffe,
da ein bisschen vorankommen, ne? Hat zwar die erste Woche Spätschicht in 5 Wochen oder 4 sind es genau, ja, 4 Wochen und 2 Tage, aber da ist auch noch rein. Das kann es den Kühen auch geben. Also der Kuhstall ist meist plus optimiert. Ne, da kann man es annehmen. Also da geht das. Bei Fat Action würde wahrscheinlich die Luzerne reingehen, ne? Und auch die normale Silage aus ja, alle diese normalerweise. Mal gucken, was da rauskommt. Ne? Ich mache ja aus Rocken mache ich ja ganz Ganztagssilage, also im Prinzip Häckselgut, ne? Wie früher bei Gras und Mais. Mal schauen, was dann herauskommt. Dann noch bei. Komm ich fertig. Schon ein zweites Feld gekauft. Am ersten fertig bin, dass es einigermaßen viel wird. Ne? Auch da ist die BGH wichtig. Und für uns rein, ne? Voll. Stellen wir hier ab. Wir müssen Platz schaffen mit einem anderen Gerät. Ne? Grasbahn reinwerfen. Abstellen. Hol da weiter, du. Bremse versorgt. Ja, erstmal BGA versorgen. Stroh, denke mal, haben wir reichlich. Hoffe geht was. Machen wir mal die Kühe. Es dauert zwar mit 3 Tagen mal alles ein bisschen länger, ob nun Produktion oder Wachstum der Tiere oder Pflanzen, dafür haben wir ein bisschen mehr Zeit. Ganz auch vorher abkippen, ne? Das geht auch. Gras muss ich noch im Tier reinbringen, ja. Radlader ist voll. Der geht dafür nicht, das ist die Heugabel. Eigentlich ist jetzt im Herbst nicht die Zeit für Heu, ne? Aber wir werden noch ein Heu machen.
Wir brauchen ein bisschen was, denke ich mal. Das so jetzt im Sommer ist der ideale Zeitpunkt. Oder zeitiges Frühling. Normalerweise die erste Grasernte, ne? Also die erste Schnitt. Und das Gras anfängt zu blühen. Dann ist am meisten Nährstoff warten. Das wird durch Trocken hier konserviert, das ist ja nichts anderes, ne? Runde ist sogar besser wie Silage. Aber Heu brauchst du, ja, und sollte eigentlich trocken lagern, ne? Gut, im Ballen gepresst und zugedeckt geht auch noch einigermaßen, weil gepressten Zustand nimmt es kein Wasser auf oder wenig. Aber zudecken oder was drauf, den sollte man schon, ne? Die Türen sind verfressen, würde ich sagen. Hier ist drinne. Silage. 400. 350. Wie gesagt, Feld Nummer 5 und 32 und die Lagerballen gemacht. Da kann die Ballenpresse auch arbeiten. Wenn es noch gemäht ist, ne? Also müssen wir mal mähen. Mähen lassen, ne? Das kannst du allein nicht machen. Bei der Vierfachkarte ist es schwierig, ne? Ich muss halt auch so vorstellen. Früher zumindest per Hand habe ich als Schüler, als Schüler kann man sagen, noch im Stall ausgeholfen. Hab da alleine gearbeitet. Und hab die Bohlen mit Gras versorgt und Schrot. Wurde mir kurz gezeigt, wie viel Schrot die haben wollen. Und Gras halt, ne, was die halt verputzen können, ne. Das war jeden Tag alle. Regeln das fertig. So, toll, das soll schon heute gewesen sein. Ich sage euch schon Dank, dass ihr reinschauen. Gut, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.